Es geht heute um die Gesichtsalterung bei Women's Health für Frauen 50 plus. Hallo, mein Name ist Petra Orzech und wir machen jetzt ein bisschen Face Yoga bei Doppelkinn und für schöne Gesichtskonturen. Und zwar ist es so, dass nur 20-30% unserer Gesichtsalterung genetisch bedingt sind. Das heißt, der Rest, also bis zu 70%, sind von unserem Lebensstil abhängig. Das ist doch eine gute Nachricht, weil dann haben wir eben ganz viel selbst in der Hand. Wichtig ist hier zum einen eine gute Körperhaltung, also Schultern zurück, die aufrechte Körperhaltung, weil die haben wir tagtäglich, eine Körperhaltung, und die macht sich halt im Gesicht in beide Richtungen, also positiv oder negativ bemerkbar. Dann zweitens, ganz wichtig, die Muskulatur zu straffen und auch zu entspannen. Die Muskulatur im Gesicht ist wie beim Körper. Einerseits hebt sie natürlich das Gesicht, wenn die Muskulatur gut trainiert ist. Und sie ist auch so, dass sie Volumen schafft. Also Thema Bizeps ist ja das Gleiche, es gibt Volumen. Und sie mildert kleine Fältchen von innen. Und jetzt kommen drei Yoga-Übungen mit der Zunge, die eben gut sind bei Doppelkinn und für schöne Gesichtskonturen. Die erste Übung geht so, dass ihr die Hände hinten greift, dann nach hinten streckt, dann den Kopf in den Nacken, Zunge raus und die Zungenspitze Richtung Nasenspitze. 30 Sekunden halten, und ihr könnt gerne mal hier fassen. Das kommt hier richtig schön Spannung, Dehnung hinein. Und dann die zweite Übung ist auch mit der Zunge, Gesicht zur Seite, Zunge wieder raus und Zungenspitze, wenn der Kopf nach links ist, nach links, und dann könnt ihr auch hier mal wieder spüren. Richtig gut, 30 Sekunden halten, dann 30 Sekunden in die andere Richtung. Und als letztes ist die Löwen, also Löwe heißt es, aus dem Yoga. Und zwar funktioniert das so, dass wir die Zunge rausstrecken und dabei brüllen wie ein Löwe. Wir schließen dafür die Augen, atmen ein und dann mit der Ausatmung Zunge raus und die Augen zum dritten Auge. Das ist der Punkt zwischen den Augenbrauen. Also. Das dreimal machen. Und dann habt ihr wirklich gut was fürs Kinn, für die Gesichtskontur getan, und das lässt sich so easy regelmäßig machen, und es gibt auch, es reduziert auch Stress, also gerade der Löwe, und Stress ist natürlich auch etwas, Lebensstil hat so viel Einfluss, das zeichnet sich natürlich auch auf dem Gesicht ab. Probiert es aus, ganz viel Freude beim Zungen-Yoga, beim Face-Yoga. Tschüss, bis bald!